Gelterkinde liegt dort, wo 5 grössere und kleinere Täler zusammenkommen. Wo es selten Nebel hat und die Sonne fast so viel scheint wie im Wallis. Kein Wunder, hat es dort die Menschen schon früh angezogen. Steinzeitliche Scherben, eisenzeitliche Knöchel vom ältesten Haushuhn und Reste von römischen Gutshöfen belegen das. Und der Name Gelterkinde ist sicher alemannisch. Er bezieht sich allweg auf die Zippe von einem Gelterreich, einem, der bei den Leuten viel Gulden hat. Die originelle Namensdeutung «Gellet ihr Kinder» auf Französisch «N'est pas les enfants» ist natürlich reine Fantasie. Französisch und allgemein auch Englisch lernt man im Schulzentrum Hofmatt. Etwa 360 sind Primarschüler und 660 sind in der Sekundarschulstufe 1. Gibt zusammen über 1000 Kinder. Mehr als die Hälfte der Oberstufenkinder kommt aus 14 auswärtigen Gemeinden. Jugendliche und Erwachsene erholen sich gern im Freibad oder im Winter im Hallenbad, wo während seiner 30-jährigen Geschichte immer wieder saniert worden ist. Auch das Einzugsgebiet der Kirche geht über Gemeindegrenzen hinaus. Über dem Dorf thront der reformierte Petruskirche aus dem 15. Jahrhundert an der Stelle von einem noch älteren Bau. 1956 ist die katholische Kirche eingeweiht worden. Sie dient heute auch immer wieder als Lokal für grosse Konzerte. Umfassend renoviert hat man kürzlich die sogenannte Kapelle, ein Bau aus der Zeit des Zweiten Weltkriegs. Gelterkinde ist der Sitz von etlichen sozialen Institutionen. Die widmen sich Leuten, die in irgendeiner Art benachteiligt oder behindert sind. Die Institutionen bieten gleichzeitig eine Menge Arbeitsplatz. Das Altersheim neben dem Park gilt sogar als einer der grössten Arbeitsgeber der Gemeinde. Dass auch der ganze Weiler Sommerau, einen am Berg, mitsamt dem Schulheim Sommerau auf Gelterkinder Boden steht, verstaunt einem immer wieder. Schliesslich hat man von dort mit dem Zug bis zum Gelterkinder Hauptbahnhof fast 20 Minuten und muss erst noch zu Essen umsteigen. Das geht gerade etwa gleich lang wie von der Sommerau über die alte Hauensteinlinie auf Olten. Wie weit die Verbindungen von Gelterkinden in Jura reinlangen, steht auf der Postauti angeschrieben. Die Ziele liegen im Solothurnischen und im aargauischen Fricktal. Am meisten Weg kommen aber die Gelterkinden nicht am Bahnhof, sondern auf dem Dorfplatz zusammen. Und dort hat die Gemeindebehörde am 1. Januar die Leute aus dem Dorf eingeladen, so quasi als Auftakt zum Jubiläumsjahr 2003. Und das Volk ist geströmt. Ältere, mittelalterliche und ganz junge in warme Kleider eingemummelt. Ja, wünsche ich dir auch schon mal. Selbstverständlich hat man nicht nur auf ein gutes neues Jahr angestoßen, sondern es war auch Gelegenheit, zu hören, was zwei Redner aus aktuellem Anlass für Gedanken geäussert haben. Im letzten Jahr hat sich auch bei uns einiges verändert. Mitbewohner sind verstorben, es hat neue Erdenbürger gegeben. Freude und Leid sind hier noch beieinander. Die Leute sind weggezogen, neue sind auf Gelterkinder gekommen. Wir heißen damit sicher alle ganz herzlich willkommen in unserem Dorf. Das Ortsbild hat sich verändert. Strassenzüge sind umgestaltet worden. Die Schule ist erweitert worden. Wir haben neue Schulzimmer und eine Dreifachhalle eingeweiht.
Wir haben spezielle Flaggen, es hängen jetzt zwei hier davon auf. Das sind die weißen Flaggen, die werdet ihr in Zukunft vor allem bei den Dorfeingängen sehen. Es ist eine Flagge, die wir mit den fünf Gemeinden zusammen gemacht haben. Das ist Oberwil, Brattelen, Hölsten, Thürnen und Gelterkinden, die in diesem Jahr das Jubiläum feiern. Mittelalterliche Traditionen leben im bekannten Brauch des Bandag weiter. Schon vor 1500 war die Bürgerschaft verpflichtet, einst im Jahr ums Bahn zu gehen, für die Gemeindegrenze zu kontrollieren. Meistens ist das an der Ufer geschehen. Nach 1650 ist in der Morgenpredigt all wieder vor Saufereien und anderen Auswüchsen an dem hohen Kirchenviertel gewarnt worden. Heutige Pfarrer sind hier schon viel mäßigter. Die Sonne scheint, die Wiesen und Matten sind grün, die Obstbäume blühen. Seit Jahren wird der Gelterkinderbandag von der Bürgergemeinde organisiert. Schon spielt der Musikverein und die Leute machen sich langsam den Weg für einen Umzug durchs Dorf. Abmarsch ist pünktlich auf einen Stundenschlag. Schon lange ist am Bandag die ganze Einwohnerschaft eingeladen. Und es ist nicht nur ein Anlass für Heimweh-Gelterkinder und Ortsbürger. Bürger von Gelterkinden ist heute sowieso nur noch jede siebte Person. Jede von den vier Roten ist durch einen Wimpel kennzeichnet und wird einen bestimmten Abschnitt von der Gemeindegrenze abschritten. Eine fünfte Rotte, die früher vor allem Senioren hatte und heute eher Familie mit kleinen Kindern, geht direkt ans gemeinsame Bandtagsziel. Was wäre ein Bandtag ohne das Schiessen? Den einen ist es eine ärgerliche Knallerei und den anderen ein stolzer Ausdruck von Wehrhaftigkeit. Geschossen hat man am Bandtag schon vor mindestens 350 Jahren. Man hat dann die reinsten militärischen Musterungen mit dem Tag verbunden und wollte sehen und hören, wie geschickt die jungen Burschen bereits an der Wehr sind. Heutzutage können am Bandag alle sorglos bei den Grenzsteinen vorbeispazieren. Eine professionelle staatliche Landvermessung hat ja die Grenze exakt festgehalten. Und so kann es nicht mehr zu Meinungsverschiedenheiten und Streit mit den Nachbargemeinden kommen. An einem geeigneten Ort hat der Rottenchef persönlich oder eingeladene Gastredner einen kurzen Anspruch. Meistens zu einem heimatkundlichen Thema. Das ist eigentlich so eine, wo man nicht verfolgt hätte. Gleich schon wird es aber Zeit, das Ziel von allen Bandagsrouten zu erreichen. Das ist die Tierenstallhütte auf dem Gelterkinderberg. Dort betreibt die Bürgergemeinde zusammen mit vielen Freiwilligen eine grosse Festwirtschaft. Wer so auf die friedliche Gesellschaft schaut, kann sich nur schwer vorstellen, dass Bandagsabschlüsse auch schon böse ausgeartet sind. So weiss man zum Beispiel, dass vor etwa 100 Jahren Gelterkinder-Bandägler in einer Rünenberger Wirtschaft gelandet sind. Dort hat es dann noch Händel gegeben wegen dem Schiessen. Und den abziehenden Gelterkinder hat man nachgerufen: «Es ist gut, dass ihr wieder geht, der Fotzelkeibe!» Johnson, wie geht's dir? Bist du weg? Dem Schicksal. Nicht weit vom Gelterkinder Dorfplatz weg steht das neue Gemeindezentrum. Es ist in den 1990er Jahren gebaut worden. Dort finden normalerweise auch die Gemeindeversammlungen statt. Bei Routinengeschäften oder an schönen Sommeröben ist der Besuch eher flau.
Kämen aber alle 3600 Stimmberechtigten, so hätten sie in keinem Gelterkinder Saalplatz. Mitglieder von der Gemeindekommission haben das Geschäft schon vor der Versammlung genauer studieren können und nehmen vielleicht zum einen oder anderen Punkt Stellung. Der Gemeindepräsident leitet die Versammlung und der Verwalter, den man hier gerade sieht, ist für das Protokoll zuständig. An den Tisch sind Gemeinderätinnen und Gemeinderäte parat, für die Geschäfte persönlich zu vertreten, die ihr Departement betreffen. Eine Gemeindeversammlung ist eine urschweizerische Einrichtung, wo die Stimmberechtigten über alle grösseren Projekte in der Gemeinde und über die entsprechenden Finanzierungen können diskutieren und entscheiden. Längst nicht so alt wie die Gemeindeversammlungen sie in der Schweiz den 1. August feiern. Zwar erinnern die Alphornblöser hier mit Recht an die ganz alten Wurzeln von unserem Land, aber die Bundesfeier gibt es eben gleich erst seit 1891. Der todsmolige Bundesrat hat, wie andere europäische Staaten, auch ein grosses nationales Fest wollen. Und so haben am 1. August 1891 auch in unserem Kanton die Glocke geläutet und die Höhenfeuer brennt. Und am Tag darauf, um einen Sonntag, ist Festgottesdienst abgehalten worden und patriotische Feiern mit Schulkindern, Turner, Sänger und Redner. Trotz dem Erfolg hat es in den nächsten Jahren kaum noch weitere Bundesfeiern gegeben. Ein Teil Leute haben gefunden, ein grosses Feuer im Jahr, nämlich an der Fasnacht, lange. Und anderen hat das Datum nicht gepasst, gerade auch in Baselbiet. Hier ist eben Anfang August teilweise noch etwas anderes gefeiert worden. Der Sieg über die Baselstädter am 3. August 1833. Anlass zum Dorfkernfest ist also die Erwähnung von Gelterkindern im Mittelalter gewesen. Und zumeist, wo jetzt hier am Bauernmarkt in der Marktgasse feil ist, hat man schon im Mittelalter produziert. Natürlich mit einem ziemlich anderen Aroma. Das gilt für Küche, Weihe und Brot, für Eingemachtes und Brennts genau gleich wie für Äpfel, Trübel und einheimische Wein. Und Zeichnungen und Bilder hat man zur Unterhaltung und zur Information sogar besonders geschätzt, in einer Zeit, wo nur die allerwenigsten lesen konnten. Bücher waren hingegen in einem Dorf vor 900 Jahren eine echte Rarität gewesen. Und die eigene Ware hat man am Markt ausgerufen und gewiss nicht angeschrieben. Wenn gewöhnliche Leute in ihrem Leben überhaupt einst ein grösseres Schriftstück gesehen haben, so ist das vielleicht eine latinische Urkunde aus Pergament gewesen oder ein handgeschriebenes Hellebuch. Sicher, aber noch nicht gedruckt, wie zum Beispiel die neue Gelterkinder Heimatkunde. An diesem Stand hier kann man erfahren, dass die Gelterkinder Heimatkunde im November 2003 herauskommt. Nichts Neues in der Geschichte ist der Bewegungsdrang der Kinder und die Freude an den Kunststücken von beweglichen Leuten und Akrobaten. Natürlich hat es früher dazu noch keine Lautsprechermusik gegeben. Auch Schminken
Sich verkleiden und Theater spielen gehört zu den Urbedürfnissen von jeder Kultur. Von diesem vielfältigen Angebot, das ein heutiges Fest zu bieten hat, wäre vor 900 Jahren das meiste undenkbar gewesen. Dass es Autos weder als Kinderspielzeug noch als Vehikel für die Erwachsenen gegeben hat, ist ja klar. Und die Plätze und Strassen waren noch nicht geteert, sondern höchstens an wichtigen Stellen gepflastert. Und das Gelterkinderli, unsere älteste Eisenbahn, der Strassenhof Sissach, hat erst 1891 verfahren. Seine Wege haben alle wegen ein bisschen dem umfunktionierten Modell der Furka-Bahn gelichen. Wie eine Musik von 900 Jahren geklungen hat, kann ich ihm genau sagen. Sicher aber viel eindeutiger als die Darbietung dieser modernen Band hier. Eigenartig wäre einem mittelalterlichen Besucher auch das kulinarische Angebot an diesem Fest vorkommen. Vermisst hat das gewohnte Hafermus und der Hirsenbrei. Gefreut hat ihn vielleicht die verbesserte Qualität von Bier, Wein und Würst. Von unseren Küchen hat er bestimmt probiert. Und aus der Raclette-Duft hat er den Käse rausgeschmückt. Aber das meiste sonst. Keine Teigwaren, keine Pizzas, keine Reisgerichte oder dann erst Karibisches und Mexikanisches. Alles unbekannt. Und weil man noch keine Herdöpfel hatte, wäre auch die Rösti aus der frühschweizerischen Speiskarte zu streichen gewesen. Fisch und Fleisch sind früher selten auf den Tisch von einfachen Baselbiertern gekommen. Manchmal nicht einmal am Sonntag. Und alles, was kulturell an die USA erinnert, müsste man sich sowieso wegdenken. Und wieder hört man das Gelterkinderlied. Mit dem Text, den der damalige Lehrer und spätere Gemeindepräsident Ernst Spinner kurz nach dem Zweiten Weltkrieg geschrieben hat. Weil Sissach nicht weit weg liegt und kaum grösser ist als Gelterkinder, muss sich natürlich jeder Sissacher Einwohner provoziert fühlen, der unsere Lokalhymne anlässt. Für einen Festumzug am Sonntagnachmittag, am 31. August, zeigt sich das Wetter wieder von der schönsten Seite. Hinter dem Musikverein kommen zuerst ehemalige und aktive Mitglieder vom Gemeinderat. Eine Eskorte von Ritter hält der Dorfregierung den Rücken frei. Und jetzt werden ein Haufen Erinnerungen an die Zeit um 1950 geweckt. Nicht nur das Postauto hier, sondern auch fast alle die vielen Landmaschinen, die nächstens auftauchen, passen in die ersten 10 Jahre nach dem letzten Weltkrieg. Dann haben auch im Dorfkern von Gelterkinden noch etliche Bauernbetriebe existiert. Heute hat von den drei Bauern im Dorf nur noch eine Kühe. Alle anderen Bauernfamilien wohnen auf den 14 Aussenhöfen. Sie arbeiten selbstverständlich nicht mehr mit so 50- oder 60-jährigen Maschinen. Und 10 Bauernbetriebe von heute produzieren zusammen mehr Milch als 30 Betriebe 1964. Auch die meisten Personenautos an diesem Umzug
gehören in die direkte Nachkriegszeit, so zwischen 1945 und 1960. Seien es jetzt eher bescheidene Modelle oder ausladende Strassenschiffe im amerikanischen Fahrwasser oder Karosserien mit sportlichem Zuschnitt. Eindrücke von einer Schuhmacherwerkstatt und von der Arbeit in der Gerberei. Man könnte sie ebenso auf 1950 datieren, wie der offizielle Dorfweibel, der ausgerufen hat, wenn und wo man zum Beispiel Blut und Leberwürst hat, zu gelten können. Jetzt aber ist Zeit für die Schaulustigen, nach dem Umzug noch ein Plätzchen in einer von den überfüllten Dorffestbeizen zu finden. Und wer noch mehr über das frühere und das heutige Gelterkinder will erfahren, soll unbedingt die neue Heimatkunde kaufen.